Ein Fußballspiel dauert 90 Minuten. Das wissen Minikicker, das weiß der Colin, das weiß ich, das weiß meine Oma und das weiß mein Opa. Und selbst Leute, die überhaupt nichts mit Fußball im Kopf haben, selbst die wissen, dass ein Spiel 90 Minuten dauert. Geht es nach der FIFA, gehört diese Regel allerdings bald der Vergangenheit an. Was ich so darüber denke, erfährst du in diesem Vlog. Viel Spaß beim Zusehen. Ich denke mal, die meisten von euch werden bereits von der FIFA-Regelrevolution gehört haben, der Fair-Play-Strategie, wie sie genannt wird. Und ja, für alle, die nicht so genau wissen, worum es geht, erkläre ich jetzt trotzdem nochmal so die wichtigsten Punkte dieser Fair-Play-Strategie. In Zukunft soll der Spieler, der den Freistoß oder die Ecke ausführt, sich den Ball selbst vorlegen können, also gäbe es dann quasi keinen ruhenden Ball mehr, sondern man könnte einfach los aufs Tor dribbeln. Obwohl es ein Freistoß ist. Der Torwart darf beim Abstoß seine Mitspieler auch im 16-Meter-Raum anspielen. Nimmt der Torwart einen Rückpass mit der Hand auf, so gibt es keinen indirekten Freistoß mehr, sondern direkt Elfmeter für die gegnerische Mannschaft. Beim Elfmeter soll man nicht mehr nachschießen dürfen, sondern der Torwart kriegt einen Abstoß. Kritik am Schiedsrichter wird je nach Härte des Vergehens entweder mit Tor oder sogar mit Punktabzug bestraft. Der Schlusspfiff ist erst möglich, wenn der Ball aus dem Spiel ist. Und zu guter Letzt, ein Spiel dauert 60 Minuten. Die Zeit wird bei jeder Unterbrechung angehalten. So, für alle die, für die das jetzt vielleicht ein kleiner Schock war, kann ich jetzt schon mal eine kleine Entwarnung geben. Und zwar hat die FIFA selbst zugegeben, dass einige Vorschläge davon wahrscheinlich nie angenommen werden und nie Realität werden. Wobei es doch dazu kommen könnte, dass der eine oder andere Vorschlag vielleicht auch schon im nächsten Jahr bei der WM in Russland, gang und gäbe es, also angenommen wird. So, jetzt aber mal im Ernst. Also die Entwarnung von der FIFA ist ja schön und gut und ich kann mir sicherlich auch vorstellen, dass die ein oder andere Regel garantiert nicht kommen wird, aber trotzdem jetzt mal ehrlich. Ich habe mit den Regeln, die wir jetzt im Moment so haben, die jeder kennt, mit denen habe ich Fußballspielen gelernt und bin damit eigentlich ganz gut zurechtgekommen und ja, verstehe deshalb nicht, warum wir jetzt andere Regeln bräuchten. Natürlich, ich weiß, dass im Laufe der Jahre immer mal wieder was angepasst wurde, aber irgendwie hört sich das ja doch komisch an, wenn es heißt, der Fußball soll revolutioniert werden. So kleinere Änderungen, wie dass der Torwart jetzt seine Mitspieler auch im 16-Meter-Raum beim Abstoß anspielen darf, sind ja noch in Ordnung und irgendwie vertretbar und ändern ja jetzt auch nicht viel so am Fußballspielen. Dagegen aber so eine Regel wie, dass wenn man über den Schiri meckert, man dann Punkt- oder sogar Torabzug Tor oder sogar Punktabzug bekommt, finde ich dann doch ein bisschen zu krass, denn in jeder Mannschaft gibt es irgendwelche, die halt gerne mit dem Schiedsrichter diskutieren und dann gerne etwas lauter werden und dann vielleicht auch mal das ein oder andere Wort rausrutscht, was jetzt vielleicht nicht unbedingt rausrutschen wollte, aber trotzdem rausgerutscht ist. Und wenn dadurch dann die komplette Mannschaft bestraft wird, finde ich das ein bisschen hart. Also ich wäre lieber dafür, dass wir dabei bleiben, dass der Spieler bestraft wird und nicht die ganze Mannschaft. Wir sind ja nicht in der Schulklasse. Oder was auch überhaupt nicht geht, ist der Vorschlag, dass sich Spieler bei einer Ecke oder beim Freistoß den Ball selbst vorlegen können und dann so aufs Tor dribbeln können. Hallo FIFA, wollt ihr den Fußball kaputt machen? Das fördert doch nur diese ganzen Ego-Ronaldos, die da immer sowieso schon so Ego spielen. Und wenn die dann auch noch die Chance sehen und dann aufs Tor dribbeln können und den Ball noch nicht mal abspielen, flanken, was auch immer müssen, dann endet das ja doch letztendlich darin, dass wir hunderte von Ronaldos oder was weiß ich für Alleingänger haben. Also ich dachte bisher immer, dass Fußball ein Mannschaftssport ist und kein Einzelkämpfersport und ich hoffe, das bleibt auch so. So, bevor wir gleich nochmal zu was Negativem kommen, nochmal kurz was Positives. Und zwar finde ich den Vorschlag gut, dass das Spiel erst abgepfiffen werden darf, wenn der Ball auch wirklich im Aus ist. Denn wie oft hatte man schon die Situation, es steht in der Nachspielzeit 1:1, ein gegnerisches Team hat eine Ecke und dann willst du oder kommst du gerade mit deiner Mannschaft an den Ball und möchtest kontern, aber der Schiedsrichter pfeift dann natürlich gerade ab, wo du den Befreiungsschlag nach vorne gehauen hast, wo dann wahrscheinlich noch dein Stürmer gewesen wäre, der alleine aufs Tor zudribbeln könnte. Kein Torwart im Tor, weil der Ball der Ecke auch mit vorne war und du dann ein Tor hättest schießen können, aber der Schiri abgepfiffen hat. Und das wäre dann halt passé. Weißt du, das wäre wiederum fairer, weil du dann halt die Möglichkeit hast, nochmal zu kontern, weil der Ball ja halt noch nicht im Aus war. Also das ist eine Regel, die auf jeden Fall kommen sollte. So, jetzt greife ich aber auch nochmal das Thema von der Anmoderation auf. Also,
Ein Spiel dauert 60 Minuten. Wie hört sich das denn an? Das ist doch... Fußball hat immer 90... Ein Spiel dauert 90 Minuten. Gut, jetzt in der Jugend vielleicht noch nicht bis zur A-Jugend. Aber normalerweise sind das immer 90 Minuten. Warum auf einmal 60 Minuten FIFA? Okay, es gibt einige Befürworter, die auch sagen, dass die reine Spielzeit in der letzten Bundesliga-Saison nur 56 Minuten betrug. Ist ja schön und gut. Aber sind wir hier beim Eishockey, Freunde? Sind wir hier beim Eishockey, wobei immer der... immer die Zeit angehalten wird und hallo, ich persönlich finde das unvorstellbar und ich finde, das nimmt auch so ein bisschen die Spannung aus dem Spiel, wenn, denn ich finde gerade so Unterbrechungen sind so interessant, wenn ein Spieler, keine Ahnung, 5 Minuten behandelt werden muss und Zeit schon, das ist doch so interessant und vor allem, wie der Schiedsrichter das dann letztendlich interpretiert, das ist ja das Spannende. Denn es gibt Schiedsrichter, die dann sagen, die dann trotzdem nur sagen, okay, dann lassen wir mal, okay, der Spieler lag jetzt 5 Minuten am Boden, geben wir mal 3 Minuten Nachspielzeit. Oder man macht es wie in England und sagt so, der lag jetzt da tatsächlich 5 Minuten am Boden, plus die ganzen Unterbrechungen noch, da geben wir ruhig mal 11 Minuten Nachspielzeit. Gerade das finde ich interessant und macht den Reiz von Fußball aus. Und wenn wir jetzt hier wirklich komplette, volle 60 Minuten spielen müssen, dann ist das irgendwie so vorhersehbar irgendwie auch. Von daher, und alleine durch den Gedanken, dass ein Spiel immer 90 Minuten gedauert hat, ist diese 60-Minuten-Regel für mich schon, ja, unvorstellbar. Das geht nicht und das werdet ihr auch nicht machen, FIFA. Wenn ihr das macht, dann weiß ich auch nicht. Ist das so oder so? Naja, was ist denn deine Meinung zur FIFA-Regel-Revolution? Schreib deine Meinung nochmal in die Kommentare. Welche Punkte findest du gut? Welche Punkte sollen auf gar keinen Fall kommen? Und wo stimmst du vielleicht mit mir überein? Wo auch nicht? Ich freue mich auf eine Diskussion in den Kommentaren mit euch. Ansonsten findest du hier oder hier jetzt noch irgendwo ein oder zwei weitere Videos von mir, falls es dich interessiert. Ansonsten kannst du den Kanal hier oder hier auch noch abonnieren. Ich weiß noch nicht, wo ich das hin mache. Und ansonsten sehen wir uns in 1, 2 oder 3 Wochen wieder zu einem neuen Vlog hier auf diesem Kanal. Danke fürs Zuschauen beim heutigen Video und bis dann. Tschüss.